Hallihallo, willkommen zum vorletzten Bundesligaspieltag. Ja, es ist soweit. Borussia Mönchengladbach empfängt Bayern 04 Leverkusen, Platz Nummer 3 gegen Platz Nummer 4. Klingt spannend, ist aber zumindest von dieser Konstellation her nicht mehr ausschlaggebend, weil es steht fest, Leverkusen wird Dritter. Selbst wenn Gladbach hier gewinnt und auch das letzte Spiel gewinnt, können sie da leider nicht mehr rankommen. Aber die Gladbacher müssen trotzdem punkten, weil sie ja ziemlich heftig verfolgt werden. Aufgrund der besseren Tordifferenz stehen sie momentan auf Rang Nummer 4. Und zwar mit der deutlich besseren Tordifferenz im Vergleich zu den Berlinern sind das 13 Tore Unterschied. Und das würde eigentlich prinzipiell bedeuten, wenn man hier heute zu Hause einen Sieg einfährt, dann ist der vierte Platz gesichert, weil dass man 13 Tore Unterschied dann noch irgendwie aufholt, kann ich mir nicht vorstellen. 3 Sekunden noch. Ja, so, ich bin mir fertig hier. Ja, also von daher, das wäre heute eine ganz gute und wichtige Vorlage, um dann eben das Saisonfinale genießen zu können und da nicht unter Druck zu stehen oder hoffen zu müssen, dass andere vielleicht noch schwächeln. Ja, ihr habt's gehört, Mike ist wieder an meiner Seite. Ja, moin liebe Leute und herzlich willkommen zum Rhein-Derby. Oh ja. Direkt mal vorneweg, Forever FIFA, an dich geht diese Nachricht. Du hattest ja geschrieben, dass es doch eine Möglichkeit geben soll, um den Kader hier online anzupassen. Ich habe nochmal nachgeschaut mit Mike zusammen, aber wir haben da jetzt nichts gefunden. Also es wäre nett, wenn du vielleicht Lust und Zeit hast, dir das Menü nochmal anschaust und uns ganz genau erklärst, wie... Oh, gut, erste Aktion hier! Also, wie wir genau zu diesem Punkt kommen. Also wir haben jetzt bei Online-Einstellungen nachgeschaut, da haben wir es nicht gefunden. Vielleicht schreib uns am besten mal, wenn du FIFA gestartet hast, auf welche Option du klickst und ja, mit Pfeilen markiert, worauf wir dann drücken müssen und so weiter und so fort, damit wir es garantiert finden. Ne? Das wäre super nett, wenn du das schaffst. Oder für uns machen würdest. Ja, das Tippspiel. Darauf seid ihr ja alle heiß. Das werden wir jetzt noch nicht auswerten. Es ist, ja, Dilemma darf man nicht sagen, weil es ist eine sehr schöne Sache. Es haben schon wieder so viele mitgemacht, dass ich es immer noch nicht auswerten konnte. Dazu kommen wir später. Eins habe ich aber schon mal geschafft, zu gucken, welche Spiele sich gewünscht wurden. Also hier am Samstag haben wir fettes Fußballprogramm, direkt 4 Partien für euch, allerdings nur 2 in der Bundesliga. Gladbach gegen Leverkusen hier. Nachher sind wir in Frankfurt, die empfangen den BVB. Ja, der BVB hat noch leise Hoffnungen, vielleicht doch deutscher Meister zu werden. Ne, da sind wir live dabei, ob sie mit einem Sieg weiter die Hoffnung leben lassen können. Voraussetzung ist natürlich, dass Bayern München verliert. Ansonsten ist es besonders interessant, weil Frankfurt natürlich total im Abstiegskampf steckt. Die sind auf dem Relegationsplatz momentan. Und Scheiße. Da werden wir mal gucken, ob hier die Frankfurter sie vielleicht unten ein bisschen rausschießen und den Relegationsplatz abgeben. Außerdem sind wir in der Premier League zum ersten Mal und das... Gute erste Aktion. Und das zum ersten Mal beim frisch gekürten Meister. Der wird bei der Aufstiegssause zu Hause Everton empfangen. Und wir, ja, sind natürlich live mit dabei. Und heute Abend um 20 Uhr geht es los. Wieder ein bisschen vor, natürlich auf unseren YouTube-Kanälen zu sehen. Da sind wir wieder in der Schweiz. Und diesmal, meine Güte, was mache ich hier? Scheiße. Und diesmal wurde sich die Partie von Basel gewünscht, ne, vom Schweizer Meister. Und die sind zu Gast in Zürich. Also, das sind 4 packende Duelle, alle heute am Samstag. Eine coole Sache. Ich hoffe, ihr schaut euch das alles an. Und natürlich bin ich wieder gespannt, wie das hier mit dem Tippspiel weitergeht. Drückt Pause und schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnt. Ein R davor für das reale Ergebnis, ein F davor für das FIFA-Match. Und dann werten wir das Ganze wieder aus. Ach, Mann. Küren einen Tippkönig und natürlich alle, die mitmachen, aber nicht gewinnen, die werden trotzdem im Video erwähnt. So viel ist sicher.
Ja, Mike hier eindeutig mit den besseren Möglichkeiten. Ich hatte erst eine. Leverkusen dominiert bisher, obwohl Gladbach die Punkte nötiger hat. Aber hallo, ey, warum können sie nicht gleich freiwillig aufgeben? Aber na gut. Scheiße. Oh Mann. Randa, jawohl. Weiter. Nee. Nein. Ja, ist jetzt es endlich mal. Abseits, oder? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Oh. Wow, Leno mit einer Glanztat. Sehr gut. Ah, wir tasten uns da langsam ran. Das war die zweite Aktion. Die dritte folgt hier nicht. Schade. Schwein gehabt. Und gleich. Super. Schön. Oh, Latte. Lässt grüßen. Bam. Ah, schade. Für alle Gladbach-Fans, mich eingeschlossen, vier Leute wurden heute verabschiedet. Dazu gehören Ruhl Brauers, schade, nach 9 Jahren verlässt er die Borussia. Oh. Branimir Rogota verlässt ebenfalls den Verein, wohin weiß man nicht. Martin Hinteregger geht zurück zu Red Bull Salzburg. Und Harvard Nordfeld verlässt die Borussia Richtung West Ham United. Oh. Ja, also allen, die das... wünsche natürlich alles Gute, ja, und viel Erfolg beim neuen Arbeitgeber oder sonst wo. Genau. Das ist richtig, Mike. Ah, ey, danke. Ah, Mike als Gladbacher hier wieder bestens informiert und ja, könnte jetzt seiner Liebe einen ordentlichen Stoß ins Herz versetzen. Ich werde zwar jubeln, aber es tut weh. So. Okay, wie war denn das denn nochmal? Ach ja, genau. Ich versuch's mal so. Ach, zu kurz. Oh! Was? Oh mein Gott! Fast drin! Ja, von wegen! Oh, ich habe die falsche Kategorie geguckt. Scheiße. Das waren nur Millimeter. Oh, Leute, wer von euch hat den drin gesehen? Ja oder nein? Also ich habe ihn ehrlich gesagt drin gesehen. Aber vom Innenpfosten... ist er denn doch noch rausgerollt? Was für ein Glück, und jetzt? Ich hab Pass gerückt. Oh nein! Nein! Oh! Alter, also, du kriegst wie 90er ab, ey. Jetzt geht's hier drunter und drüber, auf einmal Pfosten auf der anderen Seite. Meine Güte. War ebenfalls der linke. Krass. Oh Mann, ey. Ja, Renner, komm. Scheiße. Ja. Weg! Wow, nix da. Ja, danke. War wichtig. Meiner? Aber, nee, du hattest noch. What? Habe ich auch so gesehen. Ah, Mist. Das war jetzt natürlich hergeschenkt. Also, zweimal Pfosten, einmal Lattenkreuz. Das geht ja gut los hier. Ja, es ist Derby-Zeit, Tom. Denkst du, das ist irgendwie so ein Hannelore... so ein Hannelore-Fest hier, oder was? Nein, nee, nichts da. Auf gar keinen Nein. Fall. 3 Minuten Nachspielzeit. Bisher trotzdem also noch keine Bude. Jetzt... oh, Gladbach in Schwierigkeiten, Leverkusen. Ah, okay. Ah, interessante Partie hier. Oh, was für ein Fehler. Was? Weg damit. Okay. Abseits. Abseits? Ernsthaft? Weiß nicht, also ich habe es nicht so gesehen, aber der Schiedsrichter sagt ja. Ich vertraue ihm. Ich vertraue nur dem Videobeweis. Oh! Oh. Nein. Der hätte gepasst. Der hätte Klar, gepasst. Der hätte gepasst. Aber Sommer... hat ihn. Meine Güte. Shananolu. Dieser Name ist übelst witzig. Ja. Das war ist die letzte Aktion. Oh. Ja. 10-7 Schüsse. 4-2 aufs Tor. Ich führe immerhin beim Ballbesitzen, bei den Zweikämpfen und bei den Fouls. 1-0 Abseits. 3-2 Eckenschussgenauigkeit. Oh, da sind wir beide schlecht. Ich komme sogar nur auf 28%. Das ist miserabel. Ey, bei Schussgenauigkeit meine ich. Passgenauigkeit. Bist du besser. Ja, 3 von 4 Pässen kommen an, also ich bin zufrieden. Meine ja, Güte, 0-0. Also nach diesen Möglichkeiten hätte ich das nicht erwartet. Naja, abwarten. Ja, das abwarten, Tee trinken, das geht schon. Ja, das Aluminium musste hier schon mehrmals retten. Schwein gehabt. Jetzt vielleicht die Gladbacher mal wieder. Ah, nein. Nein. Alles sauber. Alles okay. Er steht auf da, was soll das? Bist du hingefallen oder was? Oh, na, doch nicht vorlegen! Ja! Es ist. Abseits? Aber, ja, aber wenn er aber nur hauchdünn.
Bam! Weiter Ball nach vorne! Abseits. Na super, das hat es jetzt nicht gebracht. Ah. Okay, die Gladbacher müssen einen Gang hochschalten. Ich muss ein bisschen aggressiver werden. Das ist zu wenig. Wir wollen den vierten Platz hier sichern. Das ist klar. Ah! Nein! Verdammt! Wenn wir Riesling, hier, wenn mein wir Mutter, hier, den musst du aber machen. Ja, wenn wir hier verlieren. Einen Schuss. Ja, schön gehalten von Sommer. Ja, wenn wir hier verlieren, ist das natürlich übel. Das dann wartet die, die Konkurrenz wartet nicht, Tom. Ja. Die schlägt zu. Ja. Ja, gerade die Schalker. Jetzt. Die freuen sich sicherlich, wenn Gladbach verliert. Aber ehrlich gesagt, das werden sie nicht. Komm! Schöner Pass! Ich denke. Ja! Ah. Der ist drin. Hermann! Mit der erlösenden Führung. Es hat sich nicht angedeutet. Einmal jetzt hier gekontert. Oh, das war knapp. Mit der Fußspitze gerade so noch rangekommen. Also, Gladbach steht Kopf. Schaut euch die Tribüne an. Meine Güte, wie da gefeiert wird. Das ist eine Erlösung hier. Gleich eine ganz andere Stimmung im Stadion. Kießling! Nein! Wie knapp denn noch, Mann? Meine Güte. Das ganze Stadion steht noch und feiert weiter. Ich muss sagen, Tom, obwohl ich zurückliege, macht es mir dennoch richtig viel Spaß. So. Ja, aber jetzt gibt's hier einen Freistoß oder was? Hä? Pass mal auf. Decken, decken. Ah. Ja, ganz gut. Ja, Freistöße heute besser. Ja, das so. War ein bisschen zu hastig, also. Sommer hat ihn. Ja. Der lässt sich da aber auch Zeit. Ja, ein 1-0 reicht natürlich für Gladbach. Die Tordifferenz ist sowieso schon gut genug. Ja, wir haben auch schon 63, also das wäre jetzt das 64. Tor. Ja. In der gesamten Saison. Dortmund hat zum Beispiel auch 80 geschossen. Boah. Ja. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja, es gibt Freistoß. Es gibt den nächsten Freistoß. Ja, und eine Karte. Du hast Glück. Ja, ich habe Glück. Okay. So was von Glück. Und es ist schon an Lulu-Zeit. Oh, 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 oh. Gute Möglichkeit hier. Ja. Nein, oh, verdammt. Schwein gehabt. Diesmal stand die Mauer besser, aber der Abwurf da war dafür richtig schlecht. Nächste Chance für Leverkusen. Oh, da ist viel Platz. Da ist viel Platz. Viel Platz, aber ich nutze ihn nicht. Ja, komm. Nochmal kontern. Ah, der ist... Nee, der könnte noch. Der könnte doch noch. Oh, nein. Schade. Nein. Schade, schade. Weiter geht es. Gladbach, Gladbach. Jetzt, da ist... Oh, lauf doch früher. Oh, das war jetzt ärgerlich. Schön aufgepasst. Das war ärgerlich. So, Jetzt! Bam! Wow, knapp drüber. Okay, gut. Okay, gut. Sommer mit mehr Paraden. Mir fällt gerade auf, Tom. Eigentlich müsste EA Sports das ja angepasst haben. Eigentlich, wenn die Online-Funktion funktionieren würde. Und zwar würde Gladbach in ihren neuen Heimtrikots spielen, Leute. Wie gefällt euch denn die? Die sehen richtig nice aus. Sehen ein bisschen aus wie so ein Zebrastreifen, aber trotzdem sehen sie geil aus. Habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Muss ich mir mal anschauen. Schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-gelb, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Um es mal so zu formulieren. Mike kennt es schon auswendig. Ich hab's schon gesehen. Ich kenn's schon seit Samstag. Oh, jetzt! Eine Möglichkeit! Oh! Boah. Nein! Synchronstöhnen! Oh. Das kann nicht wahr sein. Ja, allerdings. Oh. Eigentlich zu... Ah, komm schon, Mann! Oh, das ist gewarnt! Digga, das war gewarnt! Oh, ja. Das war gefährlich. 1-0 Führung ist gar nichts. Das ist... Abseits. Ach nein, ich schon wieder... Gladbach muss nur einen blöden Fehler machen und dann wäre Mike durch und könnte ausgleichen. Ich komme durch deine Abwehr nicht durch. Das ist ein bisschen scheiße. Komm.
Boah, weiter! Komm schon! Weiter, weiter! Ja, jetzt gibt's den Freistoß. Scheiße, nein! Okay, wenn Tom Freistöße macht, heißt es Alarmstufe Rot. Der kann das. Ach, berühr den doch noch leicht mit dem Fuß. Ja, das hast du dir sogar gedacht. Ja, ich hab's gehofft. Oh, Kiesling, komm schon, Mann. Schwein gehabt. Wow, scheiße. Weg damit. Okay, gut. Oh. Abseits? Ja. Oh, Mann. Wenn auch nur knapp. Ich bin mal auf die Werte gespannt. Also ich glaube, 6-mal oder so waren wir jetzt schon insgesamt im Abseits. Locker. Wir waren schon zur Pause 4-mal. Doch, nein, einmal, das war die Ecken, sorry. Okay. Scheiße. Jetzt! Gute Möglichkeit! Das war kein Abseits! Oh, das Leno kann nicht wahr sein. Leno hält uns noch in der Partie. Glück gehabt. Nur der ein... Der vorzeitig seinen Vertrag verlängert hat. Ja. Nur ein einziges Tor hier bisher. Scheiße. Ist das schwach. Oh, nee. Hau ihn um. Ja. Digga. Weiter, weiter. Jetzt. Oh. Oh, komm! No! Ich krieg keine Zustände! Die Möglichkeit! Nein! Oh, shit! Zurück, zurück! Zurück, zurück! Und nach vorne! Zurück! Oh, das kann... Nee, das darf doch jetzt nicht passieren! Scheiße, so ein Fehler! Nein! Weg damit! Oh! Nein! Ey, der Schiedsrichter bückt sich erstmal. Komm jetzt, kontern! Der bückt sich erstmal! Komm, komm, komm! Da vorne. Nein, das kannst du vergessen! Ja! Oh, ist rein! Nein, abseits! Oh nein, doch nicht! Oh, pfeif doch ab! Pfeif ab, du! Verdammter Mist, dann schieße ich dich wirklich nochmal ab hier mit dem Ball! Ja! Ey, Mann! Oh. Klasse Spiel, Leute. Ja. Dreimal Aluminium. Hart und ein Tor. Hart umkämpft, aber es reicht für Gladbach ganz wichtige Punkte. Leverkusen kann das verkraften. Die haben ja den dritten Platz schon sicher. Ich bin mal auf die Werte gespannt. Also es gab ja reichlich Chancen. Mal sehen, was haben wir denn hier? Oh, hallo, ey. Schüsse führst du. Schüsse aufs Tor ausgeglichen. Ich mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, Fouls 2 zu 2. Abseits 5 zu 2. Sieben Stück, ja. Ecken ebenfalls 7. 4 zu 3. Mhm. Schussgenauigkeit bin ich leicht besser. Passgenauigkeit du. Ja, wow. 1 zu 0 steht am Ende. Da war... Wichtiger Sieg für die Gladbacher. Für die Gladbacher sehr wichtig. Glückwunsch an Tom, dass er das gemacht hat. Ja, genau. Und ja, nachher geht's weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Dortmund. Seid auch da dabei. Bis dahin, tschüss. Bewerten nicht vergessen, Leute. Genau, bewerten nicht vergessen. Und kommentieren, was ihr euch noch so wünscht. Die ersten Wünsche für die EM sind schon eingegangen. Ne, verpasst das nicht. Eintragen, dann wird euer Lieblingsspiel auf jeden Fall dabei sein. Also, bis nachher. Tschüss. Ciao.